Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit meinen neuen Büchern aus Juni 2021. Irre, das erste Halbjahr ist echt schon rum. Der Sommer weiß noch nicht so richtig, dass es Sommer ist, aber ja, dafür weiß ich die Sommerfrisur, die ich mir jetzt im Juni wieder geholt habe. Es sind im Juni bei mir 16 Bücher eingezogen. Klingt eigentlich wieder relativ viel. Ich habe aber 20 Bücher tatsächlich gelesen im Juli, beziehungsweise auch gehört, und bin da wieder sehr froh drum, dass ich mehr gelesen habe, mehr Geschichten erfahren habe, als ich mir zugelegt habe. Nicht alle Bücher, die ich jetzt natürlich mir hier geholt habe im Monat, sind auch in diesem Monat schon gelesen, aber das, ich finde es immer schön, wenn das ein bisschen ausgeglichen ist, dann wächst zumindest so gefühlt der Sub nicht irgendwie ins Unermessliche. Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich auch bei gerade 80 oder so ein bisschen unter 80 Subbüchern, und das ist tatsächlich ein ganz gutes Gefühl. Mein Ziel in diesem Jahr sind ja eigentlich auf 50 runterzukommen. Ich habe noch ein halbes Jahr Zeit, sagen wir es mal so. Es sind 10 echte Bücher bei mir eingezogen, 3 E-Books und 3 Hörbücher. Ja, ich möchte ja eigentlich immer so ein bisschen 50-50 gehen. Ich finde die Verteilung aber tatsächlich ganz in Ordnung und kann damit auch ganz gut leben. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern. Die ersten beiden Bücher habe ich euch im Tauschpaket schon gezeigt. Das ist ja, glaube ich, eigentlich ursprünglich schon ein bisschen früher bei mir eingezogen. Aber im Juni habe ich dann das Unpacking mit den anderen Mädels hochgeladen. Deswegen zählen die Bücher für mich auch im Juni eingezogen. Zum einen ist es Vertrauen und Verrat von Erin Beattie. Soweit ich weiß, eine Jugenddystopie, wo jemand mit einem Mann verheiratet werden soll, den sie nie getroffen hat. Und das ist die Sage eines absoluten Albtraums. Und es ist eben Tradition. Und es ist eine unwiderstehliche Trilogie voller Spannung, Intrigen und Romantik. Und ja, das habe ich mir aus dem Tauschpaket herausgenommen. Ich packe alle Bücher, die bei mir eingezogen sind, in die Infobox und werde euch auch das Unpacking mit verlinken. Da könnt ihr dann gerne nochmal vorbeischauen oder auch bei allen anderen, wie das Tauschpaket dann so gewandert ist. Und das zweite Buch ist dann ein recht dünnes Buch. Ich glaube auch der Auftakt einer Dilogie, wenn ich mich nicht irre. Fabula Magica, ich hoffe, man spricht es so aus. Der Ruf der Bücherwelt von Aurelia L. Knight. Das hat einfach super spannend gedrungen. Es geht nämlich um eine magische Bücherwelt, in die wir entführt werden. Und in ein uraltes Buch wird Mia magisch angezogen und es geschieht dann eben das Unvorstellbare, denn sie landet in dieser unbekannten Welt, umgeben von Nymphen, Nixen und Elfen, die ihr nach dem Leben trachten. Und ich mag sowas, wenn es in Büchern um Bücher geht und wenn man dann noch in die Geschichte eintauchen kann, ist das ja wirklich perfekt und dementsprechend freue ich mich auf diese Geschichte. Dann ist von Gil Oferim die Biografie erschienen, und zwar Freiheit in mir. Ich kann mich noch an vor über 20 Jahren erinnern, als er mit seinem ersten Hit irgendwie berühmt wurde, als wir beide wohl noch irgendwie Teenies waren, würde ich jetzt mal fast vermuten. Und seitdem war es ja dann mal eine Zeit lang um ihn sehr still. Dann war er bei Let's Dance, dann ist sein neues Album herausgekommen. Und ja, ich mag seine Musik sehr, sehr gerne. Ich mag die Bedeutung seiner Texte, ich mag seine Stimme sehr gerne. Und ich höre seinen Liedern wirklich unglaublich gerne zu. Und ich war sehr gespannt, was er uns hier erzählen wird. Ich habe leider noch nicht die Zeit irgendwie jetzt gehabt, direkt im Juni reinzuschauen. Freue mich aber schon, seine Audiobiografie ja dann wahrscheinlich zu entdecken und bin da sehr, sehr gespannt. Als Hörbuch ist eingezogen King of Scars, Throne, Thron aus Gold und Asche von Leigh Bardugo. Das ist ja der Auftakt der dritten Dilogie sozusagen. Es hat ja angefangen mit der Krischer Trilogie, dann ging es weiter mit der Green Dilogie und hier haben wir auch wieder eine Dilogie. Und wir sind wieder im Krischer Universum, wird gesprochen von Robert Frank. Das ist ja der Sprecher, der auch Nevernight so großartig vertont hat und dementsprechend, ja, musste es von uns auch einfach gehört werden. Wir haben es auch im Juni gehört, wir sind Becky und ich und waren hier total neugierig, wie es denn mit dem ein oder anderen Charakter aus den anderen beiden Bänden rein sozusagen vor sich geht, denn wir treffen hier auf Nikolai, den wir in der Krischer-Reihe kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben. Wir treffen auf Nina, die wir aus den Krähen kennen, auch Genia kennen wir aus der Krischer-Reihe und Goya, glaube ich, ne?
Goya. Ja, genau. Steffi hat es einfach nicht mit Namen. Und ja, wir haben das Hörbuch schon gehört und ich glaube, ihr habt in der letzten Bücherwoche schon meine Meinung dazu gehört, dass wir ein bisschen enttäuscht waren. Aber der zweite Band soll packender, spannender, schneller, actionreicher sein und das hoffe ich sehr. Und vielleicht rettet der zweite Band dann so ein bisschen den enttäuschenden ersten Band. Das, ja, weiß man nicht. Dann auch als Hörbuch eingezogen ist Der kleine Teeladen in Tokio von Julie Kaplan. Das ist der fünfte Teil der Romantic Escapes Reihe. Kann man alle unabhängig voneinander hören. Und hier sind wir eben in Tokio unterwegs, denn wir begleiten eine Fotografin, die dort im Grunde bei einem ja, sehr guten, bekannten, erfolgreichen Fotografen sich so ein paar Tipps holen möchte, die dann auch eine Ausstellung in London haben wird, eben auch so ein bisschen rund um das Thema Tokio. Und wir begleiten sie beim Entdecken der Traditionen, wie es so ist, in Familien zu leben, was es so zu sehen gibt, natürlich auch was die Kirschblüte angeht, die Teezeremonie und ja, sind hier in Tokio unterwegs. Ich habe von der ganzen Reihe auch schon in meinem Hörgenuss geschwärmt, den packe ich euch auch gerne mal unten in die Infobox, nicht explizit dann nur um den fünften Band, aber eben überhaupt um die Reihe, die mir sehr viel Spaß macht und es wird ja auch im Herbst dann noch in die Schweiz gehen, in ein Chalet, da freue ich mich schon sehr drauf. Im Englischen gäbe es noch einen Kroatienband und da sind wir jetzt auch schon einen Band dann zukünftig weiter, denn da plant man jetzt einen Cottage irgendwie in Irland, was natürlich auch nach einer wunderbar gemütlichen Geschichte klingt. Tokio hat mir sehr gut gefallen und ja, hat mich wieder mitgenommen und sehr, sehr begeistert. Eine liebe Freundin von mir hat mich irgendwie oder uns auf dieses Buch gebracht, nämlich Zwei Handvoll Leben von Katharina Fuchs. Und mir hat der Klappentext so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich ertausche mir das über Tauschticket und da habe ich es dann auch für relativ wenig Tickets bekommen. Es geht um zwei starke Frauen, zwei deutsche Schicksale und zwei wahre Geschichten. Wir sind hier in Berlin 1919 und es geht um das Kaufhaus KDW, großartig. Da bin ich immer total überfordert, wenn man einkaufen geht. Und ja, das Kaufhaus sucht eben Verkäuferinnen und wir haben hier eine Schneiderin, die eben hier ihre Chance des Lebens sieht und gleichzeitig die Gutsherrenstochter, die eben von ihrer Tante und deren jüdischen Ehemann in die Leipziger Gesellschaft eingeführt wird. Und ja, wir sind hier eben so nach Kriegsende, also des Ersten Weltkrieges, und in den Trümmern Berlins und was die beiden eben zusammenführt und auch mit ihren Ehen und den Kindern. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich da auf jeden Fall auf die Leserunde mit meiner Freundin, die wir jetzt irgendwann im Sommer planen. Und ja, bin neugierig, hier in Berlin unterwegs zu sein, im KDW und einfach auch in dieser Zeit. Und ich habe ja meine großen Probleme eher mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, dass es hier nicht ganz so kriegslastig ist, was den Ersten Weltkrieg angeht. Aber ich glaube eben durchaus, dass man das in Berlin doch ein bisschen anders erzählen kann als vielleicht in anderen Gebieten auf deutschem Boden. Dann habe ich weiter ertauscht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über dieses Buch gestolpert bin, und zwar Slow Travel von Dan Kieran, Die Kunst des Reisens. Reisens, das schönste Reisebuch des Jahres. Und ich kriege nicht mehr zusammen, wie ich über dieses Buch gestolpert bin. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich habe es mir leider auch nicht notiert. Manchmal mache ich mir eine Notiz, dieses, jenes Buch dort und dort gesehen. Leider bei dem nicht. Habe es dann irgendwie direkt bei Tauschticket eingegeben und dann habe ich es ertauscht. Wirklich auch in super guten Zustand. Ich kann euch Tauschticket nur empfehlen, sowohl um gute Bücher wegzugeben, ja, die man eben sonst vielleicht nicht mehr verkaufen kann oder ja, irgendwie weitergeben kann im Freundesbekanntenkreis, aber dann eben auch um ja, an gebrauchte Bücher im Tausch sozusagen zu kommen. Es ist ja kein 1:1 Tausch, sondern man tauscht ja über Tickets und das finde ich tatsächlich richtig toll. Ja, aber um was geht das Buch? Es ist ein Plädoyer für den Müßiggang und es heißt hier so schön, am Ende des Buches hat man Lust, sich in einen Zug zu setzen und irgendwo hinzufahren. Und es geht hier wohl um den entspannten Urlaub, ohne Hektik, ohne Handy. Und wenn man sich das vorstellen kann, dann ist das hier das Buch, ja, nach dessen Lektüre die nächste Reise vielleicht ein wenig anders anzugehen wäre. Und es ist hier die Philosophie des entschleunigten Reisens. Und ja, ich bin neugierig, sehr gespannt und freue mich darauf, das auf jeden Fall jetzt auch im Sommer zu entdecken. Dann habe ich eine kleine Medimops-Bestellung aufgegeben wegen zwei DVD-Serien, die ich ja, für meine Schwester mitbestellt habe. Und dann dachte ich, ja, wenn wir eh schon bei Medimops bestellen, dann kannst du auch gleich mal so ein bisschen schauen, was es so buchtechnisch gibt. Und das erste Buch, das habe ich bei Eva von Herz auf der Zunge entdeckt. Und zwar ist es Energiegeladen statt Dauer.
Dauermüde von Dr. Libby Weaver. Energiefresser erkennen, ungeahnte Kraftquellen freisetzen. Und sie hat das, glaube ich, in einem Monatsrückblick vorgestellt. Ich packe ihr Video auf jeden Fall auch mal in die Infobox. Schaut da gerne mit vorbei. Und es hat mich so angesprochen, was sie über dieses Buch erzählt hat, welche Impulse sie dadurch bekommen hat, was sich so ein bisschen auch bei ihr verändert hat, dass ich dachte, dieses Buch möchte ich einfach auch mal lesen. Denn es geht hier wirklich um das Befreien von der Müdigkeit und dann ein energiegeladenes Leben leben. Und ja, ich bin einfach gespannt und es war eben einfach das Video von Eva, was mich zu diesem Buch gebracht hat. Und dann gab es das relativ günstig aus Medimops. Auch bei Medimops mitbestellt habe ich so die Fortsetzung von Sex and the City. Is There Still Sex and the City von Candace Bushnell. Ich habe damals ihre Kolumnen gelesen, dann gab es ja nochmal irgendein Buch, was sich darum gedreht hat. Ich glaube, es waren dann die Jugendgeschichten von Carrie Bradshaw und ich war auch früher ein großer, großer Fan der Serie. Heute packt mich die Serie nicht mehr ganz. Ich habe das mal mit einem Rewatch so ein bisschen probiert. Wenn ich mir vorstelle, dass die Damen jetzt genauso alt sind, wie ich es jetzt bin und ja, es liegen da einfach definitiv Welten dazwischen, nicht nur zwischen meinem kleinen Örtchen und New York City, auch zwischen vielen anderen Dingen, aber das mal so dahingestellt, war ich ein großer, großer Fan der damaligen Zeit und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es ja eine Fortsetzung geben soll, dass es eine weitere Staffel geben soll von Sex and the City und dementsprechend dachte ich, gucken wir einfach mal, wie sie selbst sozusagen ihr Leben beschreibt, denn Candace Bushnell war ja im Grunde die Vorlage für Carrie Bradshaw, mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt hier in den 50ern angekommen und irgendwie verabschiedet sich Mr. Big sozusagen von ihr. Und dann gibt es eben noch Irrungen und Wirrungen des Datings, wenn man eben etwas älter ist. Und ja, es ist eben ein aufrichtiges Buch über die Liebe für Frauen über 50. Ich bin jetzt noch unter 40, aber ich glaube, dass ich es durchaus auch lesen kann. Und freue mich da auf jeden Fall, die Altbekannten, der Kater hat eine Maus. im Flur und rennt da hoch und runter. Also es ist keine echte Maus, ne? Es ist keine Tierquälerei an Mäusen, sondern eine Spielmaus. Aber es ist echt ein Radau hoch und runter. Ja, ich freue mich drauf und glaube jetzt auch nicht, dass man zu jung für dieses Buch sein kann, wenn man Sex and the City früher gerne geschaut hat. Als Rezensionsexemplar ist bei mir eingezogen Barfuß um die Welt von Judith Etz. Das hat mich sehr angesprochen, eben aufgrund des Barfußlaufens, dieser Weltreise, die die junge Frau macht, die aufgrund einer Autoimmunerkrankung eben sagt, ich gehe jetzt einfach barfuß, welche Erfahrungen sie mit dem Barfußgehen macht und eben auch, wie ihre Reise so abläuft. Also wie es eben ist, in anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen Städten eben barfuß anzukommen, wie Fluggesellschaften reagieren und Ähnlichem. Das Buch habe ich auch schon gelesen. Hat mir gut gefallen. Ich hätte mir mehr Fokus auf die Reise plus das Barfußlaufen gewünscht. Für mich war es manchmal ein bisschen zu therapeutisch, wie wenn die Autorin eben wirklich viele Dinge verarbeiten möchte. Das habe ich mir unter dem Titel nicht ganz vorgestellt, aber Buch hat mir definitiv gefallen und hat mich auch gut unterhalten. Auch als Rezensionsexemplar ist bei mir eingezogen Hast du noch alle von Michael Buchinger? Auch schon gelesen. Ich bin seit Jahren ein großer Michael Buchinger-Fan. Egal ob YouTube-Videos mit seinen Hasslisten oder auch wirklich sein wöchentlicher Podcast, höre ich super, super gerne. Gibt kaum eine Folge, die ich irgendwie auslasse. Und da fällt mir ein, ich habe sie diese Woche noch nicht gehört. Muss ich definitiv noch auf die To-Do-Liste setzen. Und in seinem Buch hat er, glaube ich, 333 Dinge gesammelt, die er hasst. In ganz unterschiedlichen Kategorien und erhält wunderbar uns wahrscheinlich auch als Leser immer mal den Spiegel vor die Nase, wahrscheinlich auch sich selbst. Und es sind eben so Alltagsdinge, wo man wirklich denkt, ja, das kann man durchaus hassen. Ich finde natürlich auch, wie er selbst sagt, ist hassen schon ein sehr hartes Wort. Aber wie man eben auch manche Schuhe liebt, kann man eben auch manche Schuhe hassen. Das Gefühl ist ja im Grunde in eine ähnliche Richtung gleich stark. Und ja, ich habe sehr viel gelacht, viel geschmunzelt, oft mit dem Kopf genickt und bei manchen Dingen gedacht, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Angewohnheit manche Leute in den Wahnsinn treibt. Ja, von daher auch hier wirklich eine Empfehlung von mir. Dann habe ich, glaube ich, wieder getauscht. Ja, ich glaube, das Buch habe ich auch ertauscht. Und zwar von Georgie Crowley, Die Queen und ich. Ja, ich war im Juni in The Crown Feeling, habe auch dann Queen's Corgi von David Michie gelesen. Und ich glaube, dann hat es mir irgendwo
ich glaube, tatsächlich auf Amazon irgendwo angezeigt, hier gibt es was, die Queen und ich, auch ein Hundebuch aus dem Leben eines königlichen Corgis. Die Geschichte könnte man jetzt meinen, könnte schon sehr ähnlich zu der Geschichte von David Mitchie sein. Sie klingt aber vom Klappentext schon ein bisschen anders, denn hier geht es auch um ein Weihnachtsmärchen und wir sind im winterlichen London unterwegs. Also definitiv kein Buch, was ich jetzt im Juli, August lesen werde, sondern das so ein bisschen in meiner gedanklichen Leseliste für den Winter steht, also durchaus irgendwie November, Dezember, Januar. Mal sehen, wann es dann gelesen wird. Aber es war eben einfach vorrätig bei Tauschticket und dann greife ich eben auch gerne mal zu und freue mich definitiv auf die Geschichte und hier weiter bei der Queen und ihrer Hundeliebe sozusagen ein bisschen einzutauchen. Eine liebe Freundin hat unfassbar geschwärmt und ich bin da manchmal ein bisschen immun dagegen, aber bei diesem Buch, da hat sie so viel auch Details erzählt, auch vom Autor erzählt, auch dass sie mit ihm so ein bisschen im Kontakt ist. Und ich war da dann doch recht schnell sehr begeistert und angetan und habe mir dann Anekdoten eines Beifahrers von Daniel D'Acunha bestellt. Direkt auf seiner Seite, die verlinke ich euch auch unten, dass ihr direkt bei ihm bestellen könnt. Dann könnt ihr nämlich auch eine Widmung, eine Signierung mitbekommen. Und er hat auch dann noch ein Lesezeichen beigefügt und hat unten, also hat es auch wirklich signiert. Richtig, richtig toll. Und ich freue mich, mit Daniel D'Acunha auf die Reise zu gehen. Es sind, glaube ich, 53.000 Kilometer, 432 Mitfahrgelegenheiten und 135 Einladungen zum Übernachten. Also das finde ich tatsächlich irre. Er war insgesamt in 42 Ländern unterwegs, eine Fahrt langsam, voller Abenteuer, unbekannter Straßen, emotionaler Begegnungen und unbegreiflicher Zufälle. Und ihr kennt mich, ich mag Reisebücher, ich mag es, wenn Leute einfach losgehen und irgendwas erleben. Und nachdem meine Freundin so geschwärmt hat, musste ich, glaube ich, einfach dieses Buch holen und möchte es jetzt auch noch super gerne im Urlaub lesen oder dann spätestens irgendwann im Juli, weil ich glaube, es kann mein Fernweh dann wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen stillen. Und mir fällt hier gerade der Bücherstapel zusammen, oh mein Gott. Ja, dann bin ich über ein Hörbuch gestolpert, beziehungsweise über ein Buch von Mitch Albom. Auch hier kann ich nicht mehr genau sagen, wo es mir überall auf einmal angezeigt wurde, wer im Himmel auf dich wartet, habe ich mir dann als Hörbuch geholt. Ich habe schon 3-4 Bücher für Mitch Albom gelesen, habe die auch in recht guter Erinnerung gehabt und war auch bei diesem Buch sehr begeistert, was es so verspricht. Denn es ist hier unsere Protagonistin, die steht kurz vor ihrer Hochzeit, dann läuft so ein bisschen ihr Countdown zum Tod herunter. Also wir erfahren relativ früh, dass sie nicht mehr viele Stunden bis zu ihrem Tod hat. Den erleben wir dann auch mit. Und dann landet sie eben im Himmel und trifft dort auf 5 Personen, die ihr Leben in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben. Und manchmal sind das eben auch Begegnungen und Menschen, wo man sich gar nicht im Klaren ist, dass die vielleicht so eine wichtige Stellung dann im Leben einnehmen. Und ich fand das wirklich großartig. Ich fand es toll geschrieben. Ich mochte die Begegnungen. Ich mochte die Auswahl dieser 5 Persönlichkeiten. Ich fand unsere Protagonistin sehr sympathisch, sehr glaubhaft. Insofern man so etwas eben erleben könnte, sehr nachvollziehbar und auch wirklich was so ein bisschen diese Bearbeitung, Verarbeitung mit dem Tod und Ähnlichem angeht, das kam für mich auch einfach zur rechten Zeit und hat mich auch wirklich sehr berührt und mitgenommen und für mich wirklich ein Hörbuch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich definitiv auch weiterempfehlen kann. Und hier geht gefühlt gleich die Welt unter, dementsprechend jetzt noch ganz schnell die letzten 2 Bücher, nämlich einmal von Matt Haig, The Comfort Book, was mir über vorablesen.de zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe es dort gewonnen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ein Buch, was mich vom Cover angesprochen hat, vom Titel, von der Idee, hier eine Sammlung zu haben von Geschichten, positiven Gedanken, Impulsen, Erfahrungen, die Matt Haig eben auch in sehr dunklen, Bereichen seines Lebens gesammelt hat, hat mich sehr, sehr angesprochen. Das heißt hier, glaube ich, auch tatsächlich, hier steht nicht viel, Gedanken voller Zuversicht über das Weitermachen und das wunderbare Chaos namens Leben. Und in der Dunkelheit wird selbst der zarteste Lichtschimmer zu einem Leuchtenden, das dich begleitet und den Weg nach Hause weist. Und ich war natürlich nach der Mitternachtsbibliothek ein bisschen skeptisch, ob Matt Haig mich nochmal irgendwie begeistern kann. Und hier kann ich schon sagen, er kann. Er hat mich sehr begeistert, habe ich, glaube ich, dann in der letzten Bücherwoche drüber gesprochen. Und ich habe auch einige Markierungen. Es ist definitiv ein Buch gespickt mit vielen positiven Gedanken, mit Ideen, mit Sachen, die man irgendwie tun, lesen kann. Besonders eben auch einfach irgendwas in seinen Texten aufschlagen und sich da wiederfinden. 10 Dinge, die dich
nicht glücklicher machen, der wichtigste Reichtum, Tum, Kreuzungen, Glück, was ich kürzlich entdeckt habe, verbunden. Also es ist ja ein tolles Sammelsurium und ich bin sehr happy, dass ich das Buch bekommen habe und schon gelesen habe. Und das tat auch im Urlaub richtig, richtig gut. Und das letzte Buch des Monats ist dann von Harpe Kerkeling. Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich, ist mir vom Piper Verlag mit einem Wahnsinnspaket zur Verfügung gestellt worden. Das habe ich auch auf Instagram ausgepackt. Ich packe euch mein Instagram, also ist immer in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Ich habe es auch unter den Highlights mit gespeichert und es kam zusammen mit Knabbereien für den Menschen und mit einer Katzenminzefisch. Großartig, mein Sam ist direkt drauf abgegangen, wie Schmitz Katze, wie man so schön sagt. Katzenminze funktioniert immer. Katzen reagieren da übrigens sehr unterschiedlich. Ich habe, meine Flummi wird da eher entspannt und schmusig und während Sam schon so richtig powert und danach wirklich gefühlt durstig ist, hungrig ist und man ihm das nicht zu lange geben sollte. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um Pfoten vom Tisch. Ein Buch von Harpe, auf das ich mich sehr gefreut habe, sehr happy war, als ich gesehen habe, dass es jetzt dann Anfang Juli erscheint. Ich freue mich auch auf das Hörbuch. Ich werde definitiv mir auch das Hörbuch holen, hören und nebenbei lesen und bin sehr happy, das echte Buch in Händen zu halten. Was sich auch super cool anfühlt, weil man wirklich so die Pfoten und die Schriften, ich weiß gar nicht, leuchtet das wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar, weil sich das so ein bisschen anfühlt, aber ich... Wie ihr seht, ich bin definitiv im Urlaub und eigentlich dafür gemacht, da ein Video zu drehen. Aber ich freue mich auf dieses Buch und werde das auf jeden Fall noch im Urlaub hören und lesen und da auf jeden Fall meinen Spaß haben. Bin gespannt, wie Harpe uns seine Liebe zu Katzen weiter spinnen wird, weitergeben wird. Und wenn wir hier schon vom unendlichen Glück mit Katzen zu leben lesen und es ist sein persönlicher Samtpfotenatlas und hinten drauf eine richtig schöne Katze noch. Ja, also ich freue mich drauf und ich bin ein Katzenfan, dementsprechend hat Harpe hier für mich schon alles richtig gemacht. Und das waren sie jetzt, die 16 Bücher, also doch schon eine ganze Menge, einiges auch schon gelesen, aber natürlich noch nicht alles, wie ihr gesehen habt, ist auch nicht unbedingt alles jetzt für den Sommer. Gerade wenn ich an die winterliche London-Geschichte mit der Queen denke, aber auf die restlichen Bücher freue ich mich natürlich und es ist, finde ich, wieder schön bunt gemischt. Vielleicht kennt ihr ja eins der gezeigten Bücher schon, schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht auch was bei euch so ein bisschen eingezogen ist, ob es neue Bücher gibt, auf die ihr euch jetzt vielleicht auch freut im Juli. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch kommen, bevor es dann ja auf den Neuerscheinungs-Hangout mit der lieben Anka geben wird zum dritten Quartal. Das ist echt irre, es ist schon das dritte Quartal. Boah, das klingt schon wahnsinnig nah an Jahresende, aber ja, es ist das erste halbe Jahr auch schon rum. Wahnsinn. Ja, aber ich denke, ich habe genügend über Bücher geschwärmt und erzählt. Alle Bücher unten in der Infobox, schaut da gerne vorbei. Wenn ihr da irgendwie mehr Infos sehen wollt, ich werde euch auch die Kanäle, die ich erwähnt habe, auf jeden Fall verlinken. Und sag jetzt danke fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.